Mahlzeit, Freunde, ihr habt mich erwischt. Ich bin mal wieder dabei, nach Teilen zu gucken. Jeder kennt's. Wir sind nie fertig mit unserem Umbau. Heute soll es mal darum gehen, was ich bei meiner Harley Davidson Lowrider S noch alles umbauen möchte. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, was ich bisher umgebaut habe. Wer das noch nicht gesehen hat, bleibt einfach dran. Ich verlinke es euch ganz am Ende von diesem Video nochmal, da könnt ihr da reinschauen. Heute soll es aber darum gehen, was wir noch alles machen wollen, denn das ganze Projekt ist für mich persönlich noch lange nicht abgeschlossen. Ich bin da so ein bisschen am Liebäugeln mit ein paar Teilen, aber wie ihr das von mir gewohnt seid, ich bespreche das Ganze mal ganz gerne auf der Straße. Deswegen nehme ich euch mit, wenn ich das nächste Mal auf dem Bike bin, und dann geht es genau um dieses Thema. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt dran. Mann, Freunde, Alter, wir haben Freitagnachmittag, 17 Uhr. Ich habe gerade Feierabend gemacht und bin auf dem Weg von Harley nach Hause und dachte mir, ich nutze die Gelegenheit mal, um ein schönes Video zu machen. Um mit euch darüber zu sprechen, was ich an meinem Motorrad noch alles so umbauen möchte, wie ihr es wahrscheinlich auch im Intro schon gehört habt. Und jetzt fängt das hier übelst an zu pissen, Mann. Es war den ganzen Tag gutes Wetter angesagt. Dann wurde mir am Montag auch noch die Endkappe von meinem Griff hier geklaut. Eigentlich sieht das ja so aus. Und irgendein Arsch hat das hier einfach abgedreht irgendwie. Keine Ahnung, Alter. Jetzt kann ich, die Griffe sind nicht mal ein Jahr alt und ich kann jetzt zwei neue Griffe kaufen, nur weil eine so eine scheiß Endkappe fehlt. Und jetzt haben wir ja auch noch Regen. Also ich bin komplett bedient. Aber ich will mir jetzt den Start ins Wochenende nicht komplett versauen lassen. Nur wollte ich euch einmal an meinem Pain teilhaben lassen. Wir ziehen das Ganze trotzdem durch und quatschen jetzt mal auf meinem Rückweg ein bisschen darüber, was haben wir an dieser schönen Lowrider S hier noch so alles vor. Also ich werde das Ganze so machen, dass wir das chronologisch durchgehen. Sprich, so wie ich im Kopf jetzt habe, wie ich es umbauen möchte, also vom Timing her, so spreche ich es mit euch auch an. Und ich versuche halt die Teile, die ich hier verbauen möchte, auch euch einzublenden, dass ihr dann checkt, was ich halt meine und dann irgendwie ein Vergleich im Bild zu sehen ist, wie es vorher war und wie es dann eben nachher war. Ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen meine Geschwindigkeit anpassen, sonst kann ich wieder den Tacho die ganze Zeit zensieren, das geht mir dann auf Eier. Wir fangen einfach mal an mit dem, was ich jetzt als nächstes mache. Als nächstes werde ich mir tatsächlich Pullback Riser verbauen. Da werde ich die von Thunderbike nehmen. Das müsste, boah, lass mich jetzt nicht lügen, 7 oder 9 Zoll. Ist doch Zoll, oder? Oder Inch? 7 Inch? Oder ist das das gleiche? Boah, ich bin gerade lost. Die werde ich verbauen. Das Ganze ist dann ungefähr so hoch wie die Lampenmaske hier. Und dieses Tachoelement, das wird dann quasi gedreht und hängt nach unten. Das Ganze ist halt ein Pullback Riser. Das heißt, es geht erst hoch und dann so ein bisschen nach hinten, sodass dann die Lenkerposition ungefähr so ist. Das ist ganz cool, weil ich ja relativ groß bin, habe ich dann einfach eine bessere Sitzposition. Das Ganze wird dann, wenn ihr die weiteren Umbauten gleich hört, noch mehr Sinn ergeben, weil ja vieles davon auf die Sitzposition eben abzielt. Das wäre aber Nummer 1. Und in dem Step würde ich dann tatsächlich auch ja eben die Griffe nochmal erneuern. Jetzt können wir hier gleich nochmal ein bisschen Sound hören. Würde ich dann auch eben die Griffe erneuern, beziehungsweise den linken Griff. Einfach weil es, ja, das stört mich mit diesem Lenkerende und wenn man dann eh einmal dran ist, dann passt das. Dementsprechend erster Step Riser. Zweiter Step wird dann wahrscheinlich ein anderer Luftfilter sein. Ich hatte erst überlegt, den Heavy Breather dran zu lassen, weil ich finde den wirklich hübsch. Allerdings, was danach kommt, wird dann eine vorverlegte Fußraste sein, wird der mir im Weg sein. Und mir ist der Fahrkomfort am Ende dann doch vielleicht ein bisschen wichtiger als die Optik. Dementsprechend, ja, brauche ich da einen Luftfilter mit Kombi-Gutachten. Den werde ich auch kriegen. Ich kann euch da jetzt leider nicht so viel zu sagen. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr eine Lowrider S, Lowrider ST oder eine alte Streetlight ST fahrt, sprich ihr diese Bronze-Akzente habt in den Felgen und auf dem Lacksatz und so, dann kann ich euch nur empfehlen, bestellt euch aktuell keinen Luftfilter, sondern wartet noch ein bisschen. Denn es wird dort bald ein sehr, sehr geiles Produkt rauskommen. Wie gesagt, ich darf noch nicht zu viel sagen. Und das werdet ihr ganz eventuell dann als allererstes auch an dieser Maschine hier sehen. Dementsprechend, ja, da müsst ihr noch euch ein bisschen gedulden, aber neuer Luftfilter kommt und der wird 10 von 10 geil werden. Das verspreche ich euch. Genau, wenn der Luftfilter erneuert ist, natürlich mit Kombi-Gutachten für die Jaclyn Hyde und allem drum und dran und wir dann Platz haben, dann würde ich tatsächlich die Fußrastenanlage verändern, damit wir eine Vorverlegung haben, weil ich bin 1,88 groß und da ist mit Control dann doch etwas unbequem auf Dauer. Hat man zwar gute Kontrolle in der Kurve, aber ich möchte gerne ein bisschen entspannter sitzen und durch die aufrechtere Position, ein bisschen Beine weiter nach vorne, glaube ich, kann ich das auf jeden Fall hinkriegen. Ich blende euch das Ganze mal ein. Ich war
sehr lange unsicher, ob ich Riggs nehme oder Thunderbike. Hier habt ihr mal dann im direkten Vergleich beide Dinger. Sehen beide gut aus. Die Riggs hat irgendwie eine geile Haptik beim Schalten. Hab mich aber jetzt am Ende dann doch für Thunderbike entschieden. Aus folgendem Grund, da ich auch vom Thunderbike die Pullback Riser kaufen werde. Und ich möchte, dass das halt alles irgendwie einen roten Faden hat und in einem Stil ist. Dementsprechend beides Thunderbike. Was für Fußrasten ich dann am Ende an die Anlage anbaue, bin ich mir noch nicht sicher. Ich spiele auch mit dem Gedanken, so kleine Trittbretter zu machen oder so. Das finde ich auch cool, aber das, ja, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall ist das erstmal der Plan. Das heißt, Thema Sitzposition und so regeln wir mit Risern, neuem Luftfilter und vorverlegter Fußraste. Dann, was möchte ich noch machen? Thema Optik. Ich möchte die Frontmaske ändern. Und zwar möchte ich einen bisschen mehr Oldschool-Look bei dem Motorrad erzielen. So wie ich es ja auch schon mit den Endkappen an meiner Jekyll & Hyde versucht habe. Das ist ja auch was, was nicht so viele haben, finde ich aber halt cool. Werde ich ein Quarter-Fairing vorne verbauen, was man von den alten Dyna-Modellen und sowas kennt, was früher so in den Anfängen der Clubszene in Amerika und so viel verbaut wurde. Ich blende euch davon auch ein Bild ein. Da ist jetzt wieder das Problem, das ist nicht für dieses Bike hier gemacht. Allerdings hat Thunderbike, heute irgendwie totales Thunderbike-Werbevideo, dafür einen schönen Adapter gemacht. Der kostet auch nur schmale 200 Euro oder so für einen Adapter. Das kann man sich dann auch wieder überlegen, ob das so geil ist. Aber ja, man hat halt keine groß andere Wahl, wenn man das haben will. Das Bodenloseste ist aber, es gibt zwei Versionen von diesem Quarter Fairing. Einmal das Originale von Harley-Davidson in dem originalen Vivid Black Lack. Das, was ich mir auch holen werde, weil ja, für mich kommt nichts anderes in Frage. Da irgendwie so ein günstigeres Zubehörding, wo der Lack vielleicht leicht anders aussieht, da will ich keine Kompromisse machen. Das kostet, glaube ich, 600 Euro oder so. Nur für so eine Lampenmaske, Alter. Das ist so teuer. Deswegen habe ich es auch bisher immer noch nicht gekauft, weil, ja, du gibst halt am Ende 900 Euro aus für eine Lampenmaske mit Adapter und Fairing quasi zusammen. Und das finde ich schon eigentlich, ja, weiß nicht, also finde ich frech. Werde ich aber nicht drum rumkommen, weil ich will es halt haben, ne? Es gäbe auch noch eine günstigere Alternative von einer Zubehörmarke. Ich glaube, da kostet das Fairing halt ein Drittel davon. Aber wie gesagt, ich will da keine Kompromisse eingehen. Da soll Harley-Davidson dran stehen, das soll der gleiche Lacksatz sein. Also scheiß drauf, machen wir einfach. Da muss ich nur noch Westside Detailing überreden, dass die ihre süßen Ärsche nochmal nach Bielefeld bewegen, um mir dann das Fairing auch nochmal Keramik zu versiegeln. Damit das wirklich komplett gleich aussieht mit dem restlichen Lack. Ich muss mal hier mein Halstuch nach unten ziehen. So. Übrigens hat aufgehört zu rechnen. Ein Glück. Genau, Quarter Fairing kommt dran. Dann möchte ich gerne noch ein paar Schrauben schwärzen. Zum Beispiel, wenn der Pullback Riser kommt. Ich weiß nicht, was das dann für eine Verschraubung haben wird. Wenn das wieder so ist wie hier, dann möchte ich die Schrauben auch gern schwarz machen. Die Blinkerschraube hier oben auf beiden Seiten möchte ich gerne noch schwarz machen. Und vorne vom Frontfender die Schraube möchte ich auch schwarz machen. Motor weiß ich noch nicht. Habe ich auch überlegt, die Stößelstangen schwarz zu machen. Eventuell auch die ganzen Motorschrauben. Aber das ist natürlich schon ein Aufwand irgendwie. Kann ich mich jetzt aktuell noch nicht so ganz so durchringen. Was auch noch in Planung ist, das steht aber noch nicht sicher, da bin ich aktuell noch mit Wilbers im Gespräch, ob wir das jetzt umsetzen oder nicht, wäre eine DLC-Beschichtung meiner Gabel. Sprich, keine Cover oder sonst was, sondern wirklich die Gabelrohre kommen dann komplett neu und werden dann DLC-beschichtet. Sprich, wir haben dann unten halt so ein schwarz eloxiertes Gabelrohr. Das heißt, es behält alles seine Original Optik in dem Sinne, sieht aber dann halt geiler aus, weil alles schwarz und performancetechnisch ist das Ganze dann auch nochmal gleitfähiger. Ob man das jetzt irgendwie krass merkt, sei mal dahingestellt, aber ich finde es einfach cool. Das heißt, das ist auch noch geplant. Was ich auch überlege, wo ich aber auch wieder bezüglich des Geldes irgendwie knauserig bin, sind Wave-Bremsscheiben vorne hinten. Das Ganze ist natürlich dann auch wieder so eine Sache. Ich muss ja drei Scheiben kaufen. Dementsprechend, glaube ich, pro Scheibe über 200 Euro. Das heißt, du gibst über 600 Euro aus, obwohl du eigentlich Bremsscheiben am Motorrad hast, die noch gar nicht aufgebraucht sind. Ja, da tue ich mich schwer. Ich finde es aber auch Quatsch, jetzt zu sagen, ich warte, bis meine Scheiben aufgebraucht sind, weil dann habe ich in 5 Jahren gefühlt andere Bremsscheiben. Dementsprechend überlege ich, okay, mache ich das, investiere ich das Geld, weil das macht schon nochmal eine viel aggressivere und ja, coolere Optik irgendwie am Rad. Und da ich ja die Serienfelge behalten werde, glaube ich, würde das dem Ganzen irgendwie dann an der Stelle gut tun. Muss ich nochmal überlegen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr meint, dass es das Geld wert ist. Ich blende euch auch mal ein Bild ein. Die letztens noch bei einer Breakout bei uns verbaut.
sieht halt schon ziemlich cool aus, ne? Und das wären erstmal auch so die Sachen, die ich so jetzt auf dem Schirm habe. Das wird mit Sicherheit nicht das letzte bleiben an Umbau. Aber das sind so die Sachen, die ich auf jeden Fall noch machen möchte. Wir werden dann halt sehen, was sich noch so ergibt. Man denkt ja immer auch so nach, wie ist das vielleicht mit einem Custom-Lacksatz und so, aber da die schon Keramik versiegelt ist, denke ich, werde ich das bei dem Motorrad wahrscheinlich nicht machen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu den Umbauten denkt. Meint ihr, das wird dem Motorrad stehen? Würdet ihr was anders machen? Oder habt ihr vielleicht noch eine Idee, was ich irgendwie umbauen könnte, was ich noch so gar nicht auf dem Schirm habe, was aber irgendwie einen riesen Mehrwert bieten würde? Was ich auch überlegt habe, das ist halt so das Einzige, was mich fahrdynamisch an dem Motorrad noch stört, ist halt irgendwie die Bremsperformance. Und die Wave-Bremsscheiben an sich werden jetzt nicht viel verändern. Dementsprechend habe ich schon mal durchkalkuliert, was es so kosten würde, wenn ich das ganze Motorrad oder beziehungsweise erstmal die Vorderachse auf die große Brembo-Bremsanlage umrüste, die wir zum Beispiel in den CVO-Modellen und so drin haben jetzt, weil die wirklich, und in der Pan Am, weil die wirklich geil ist. Gibt es auch Kits und sowas, dass man das umrüsten kann. Ich weiß nicht, wie das mit TÜV aussieht, aber alleine wenn wir die beiden Bremskolben, dann die Aufnahmen unten am Gabelrohr und sowas nehmen, dann sind wir halt schon, und größere Bremsscheiben, dann sind wir halt schon irgendwie bei 3000 Euro oder so. Und das finde ich halt so krass. Also wenn man dann noch Bremsleitungen, vielleicht irgendwie Bremspumpe oder was weiß ich, neu machen muss, dann hast du da am Ende neue Bremsanlage drauf und hast nochmal 4000 Euro hingelegt. Ja, und das steht für mich in keinem Verhältnis, ne? Deswegen, also da habe ich mich auf jeden Fall gegen entschieden. Wäre aber, wenn ich jetzt irgendwie in Geldbrunnen fallen würde, das Erste, was ich machen würde, weil Bremse ist bei Harley einfach der Flaschenhals, ne? Naja. Ich denke, das soll es auch gewesen sein. Viel mehr ist erstmal gar nicht geplant. Wie gesagt, ich habe euch ja schon gesagt, was ihr in die Kommentare schreiben sollt. Bin sehr gespannt, das zu lesen. Wenn ihr noch Fragen habt zu meinem Motorrad oder sonst was, lasst es mich wissen. Dann habe ich neue Themen für weitere Videos. Und dann würde ich sagen, es ist Freitag. Ich wünsche euch ein geiles Wochenende. Ihr werdet das ja wahrscheinlich mittwochs oder sonntags sehen, das Video. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und mich zu unterstützen. Kostenlos natürlich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt stabil und haut rein. Hinten haben wir einen Kennzeichenträger von Iron Optics, gepaart mit 3-in-1 Blinker und Lichtanlage, auch von Iron Optics.